Gut gemacht, der Weg ist frei, doch erst musst du an mir vorbei. Oh Gott, beim letzten Mal in Mario RPG haben wir ein Passwort eingegeben und, ja, da hat es viel zu lange gedauert. Aber auf jeden Fall haben wir das richtige Passwort erraten oder auch nachgeschaut und jetzt geht's auf jeden Fall weiter in einem Bosskampf in diesem Wrack gegen Tentakel? Mello, Berichterstattung bitte. Was soll das hier? Feuer, okay. Du würdest mich doch nicht essen, oder? Also in manchen Ländern bist du auf jeden Fall eine Delikatesse. Damit musst du leben, Kumpel. Damit musst du leben! Sehr anfällig. Aua! Der klatscht mir eine, ey. Gut gemacht, Peach. Zumindest du hast es abgewehrt. Und jetzt haust du ihm eine rein. Nice. Ein Tentakel ist einfach kaputt gegangen. So, der nächste kann folgen. Nice, schon down. Peach! Oh Gott, Gino kommt zurück. Der Gino-Strahl, der wird schon gut Damage machen, hoffe ich. Pschu! Nice. Und, ja, okay, wenn du nochmal angreifen darfst, dann mach halt noch einen Gino-Strahl. Gut Job, weiter können wir gehen. Aber, da kommen schon die Nächsten. Wie wär's mit unserem Trio? Schirmschützerin schützt die gesamte Gruppe vor einem einzigen Angriff. Lass mal sehen. Mit ihrem Regenschirm. Oder Sonnenschirm, je nachdem. Yay, yeah, wir tanzen ein bisschen, wie süß. Fahr mit den Chibi-Models. Gut gemacht, Lolli Peach, hast du gut gemacht. Aber sie hat ein bisschen Angst. Sie ist kalt. Ich meine, wir sind hier irgendwo ganz tief unten im Meeresboden. Ich meine, da ist es bestimmt kalt. Komm schon, stirb und rück mir endlich den Stern raus. Du bist wohl ein hartnäckiger Bursche, ist das so? Da muss ich wohl nachhelfen. Good job. Bam, bam, bam. Hebt immer noch. Nein, Gino! Oh, jetzt haben die beide Angst. Die Armen! Und nicht die Tentakeln. Die leben beide noch. Oh no. Ich will halt ein bisschen Peach drin lassen, weil sie halt ein neues Teammitglied ist. Und ich erstmal ein bisschen mit ihr lernen will. Oh Gott. Hört endlich auf damit! Okay, der ist down. Oh, wir haben keine Blütenpunkte mehr. Oh, nicht gut. Bam. Bam. Down. Eine große Röhre. König Kalmar. Ekelhaft. Sag mal, was denkst du dir dabei? Das sieht echt eklig aus, du. Nur Feuer. Dieses Schiff gehört mir. Zieht Leine. Das kannst du dir knicken. Wir bleiben hier. Ich denke, erstmal gegen die Tentakel zu gehen, ist das Richtige, oder? Oder? Zack! Auf alles auf einmal. So, Peachy. Achso. Ja, wir brauchen erstmal ein bisschen Honigsirup, Ahornsirup. Honigsirup brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Können wir für die Overworld benutzen. Ist nämlich zu wenig im Moment. Extra Item. Oh, Mario! Ah, oh, er jetzt auch noch. Tintenschuss? Gino! Oh. Okay. Dann Bowser. Furchtanflößer, das könnte helfen. Wirkungslos? War nicht geholfen. Passiert. Aber der super mega giga Feuerball. Bam. Zumindest anfällig. Bowser! Der arme Bowser, ist er auch noch. Leider er auch noch. So, Peach, du machst noch ein Ahornsirup. Oder was auch immer das war. Good job. Ist klar. Oh, Alter. Wow. Was war das denn gerade? Was hat er gerade geworfen? Ich dachte, kann ich noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht mit Bowser in meinem Item gespielt. Passiert. Passiert. Okay, killen wir erstmal einer seiner
Arme hier, seine Tentakeln. Oh! Okay, Peach geht's wieder gut. Lass uns ein kleines Gruppenkuscheln machen. Ah, Liebe. Auch wenn Bowser es nicht brauchte. Aua. Ist das schon okay? Ach, der wirft Mario. Ja, was hat denn vorhin geworfen? Er konnte wahrscheinlich Mario gerade nicht werfen. Hat einfach so ein Plüschtier geworfen. Kann das sein? Irgendwas Kleines. Das könnte ein Mario-Plüschtier gewesen sein. Okay, seine Tentakel sind kaputt, Kumpel. Heilung. Tintenschuss. Aua. Okay, nochmal. Bam. Bam. Ich kann ihn zweimal werfen. Oh, das ist lustig. Oh ja, was noch lustiger ist, ist, wenn du brennst und auf meinem Herd landest und dann gegessen wirst. Nom, nom, nom. Ich bin komisch. Ich weiß. Sandsturm. Oh. Ja, ist wirklich einfach so ein Plüschtier, was er wirft. Okay, das ist geil. Das feiere ich. Da-dam. Bam. Ah, oh, Junge, der macht zu viel Damage. Unfassbar. Okay, komm, Mario. Noch einen super Feuerball. Okay, es macht zumindest gut Damage. Gruppenkuddeln. Yay. So, allen geht's wieder gut. Giftspeichel. Oh, natürlich. Bam, bam. Ich frage mich, ob das Mario Plüsch weniger Damage macht, als Mario selber zu werfen. Wenn nein, warum sollst du zu Mario werfen, wenn du das aus Plüsch werfen kannst? Egal. Triotechnik Cosmo Panzerkracher. Ein von Sternenkraft erfüllter Panzer, der allen Gegnern schwer zusetzt. Versuchen wir's. Okay. Los geht's, ein Superstern. Oh, das ist cool. Oh, das war eine coole Animation. Das hat mich richtig an Mario Football aus der Wii und GameCube-Ära erinnert. Voll geil. Bowser, dieses Level Plus hast du dir verdient. Und jetzt tanzt alle für ihn. Oh, egal. Passt schon. Okay. Das war's? Hey. Kann mich mitreden. Hier sind zwei Türen. Wo soll ich lang? Ich weiß es nicht. Ah. Okay, unten ist ein Rückweg. Wir sollen oben durchkommen, ohne getroffen zu werden. Ja, die gegen die kann man nicht kämpfen, die schubsen einen runter. Nervig. Wir wollten wirklich alles dafür geben, dass ich diesen Stern nicht bekomme, oder? Das ist doch so. Gibt es zu. Noch mehr von euch, Shiny. Warten. Oh Gott. Nick Max. Bam! Bam! Ich feiere es einfach. Wie auch immer ich mit dem Hammer treffe, ich treffe auf jeden Fall. Und das nicht schlecht. So, ich will aber gleich nach dem Kampf mal kurz schauen, welche Kombis ich noch nicht gemacht habe. Weil jetzt können wir uns ja alle Cutscenes anschauen. Wir haben glaube ich, auch schon fast alle angeschaut. Warte, erstmal. Na! Ah, auf welchem Boden gehen, wollte ich sagen. Komm, Flucht! Flucht! Aua! Ach Gott, lass mich fliehen! Fliehen! Das läuft gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh Gott. Lass mich fliehen! Endlich. Oh Mann. Okay, kurz chillen. Kurz chillen. Okay. Welche Aufstellung hatten wir noch nicht? Okay, hatten wir schon? Hatten wir schon? Hatten wir schon. Ich guck grad, wir hatten alles, oder? Wenn ich so ein bisschen random durchscroll. Wir hatten schon so wirklich alles eigentlich. Ja, doch. Ich glaube, das war wirklich letzte Kassen, die uns noch gefehlt hat. Na gut, wen tue ich jetzt in mein Team? Ich glaube, erstmal lasse ich es so, oder? Das fühlt bisher am besten. Mario, Peach und Bowser. Ich meine, schade um Mello und Gino, aber ich weiß nicht. Bisher ist das so mein Team, würde ich behaupten. Was? Oh, euch habe ich gar nicht gesehen, Freunde. Das muss doch nicht sein! Ah, oh nein. Natürlich ist da ein starker Feind mit dabei. Mario, hilf mir! Okay. Let's do this! Nicht Peach, nein, nicht Peach, bitte. Peach, mach ein Gruppenkuscheln, bitte.
Yes. Schön geheilt. Aua. Oh no, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der arme Bowser hat so Angst. Der lebt immer noch. Der lebt nicht mehr. Gut so. Und ein Groschen. Den habe ich mir verdient. Ganz ehrlich. Den habe ich mir verdient. Kristall? Oh. 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 Hell no. Haha. Extra Zug. Dann nochmal. Wuhi. Wuhi. Geil. Und der Finisher. Leider daneben beim anderen Geisti. Aber der ist jetzt auch als nächstes dran. Oh, schade, daneben. Dann muss es Mario halt machen. Geht schon. Okay, schnell weg. Kurz. Ja, was machen wir denn jetzt? Heilen? Aber wahrscheinlich eher mit einem Gruppenkuscheln. So. Macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Ah, ist okay, Kumpel? Ich glaube, die Antwort ist offensichtlich. Was zum... Mario? Warte, hier ist irgendwo ein Geheimschatz. Mario, kannst du für mich mitschauen, wo der Geheimschatz ist? Oh nein, warte mal. Kann ich fliehen? Kann ich fliehen? Ich kann nicht fliehen, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich den Mario brauche für den Schatz. Für das Geheimnis. Ernsthaft, das ist weg? Warte, kann ich nicht mal raus und reingehen? Der muss doch wieder respawnen. Oh nö. Komm schon, Spiel. Das kannst du mir jetzt nicht ernsthaft sagen. Warte, ich schau das mal kurz nach. Ich bin jetzt noch mal komplett rausgegangen aus dem Schiff. Und wieder reingegangen. Das hat, allein das hat schon ein paar Minuten gedauert. Ich glaube, was ich tun muss... Ich darf ihn nicht ansprechen. Ich muss ihn wahrscheinlich irgendwie dazu manipulieren, dass ich... Ist am Kopf? Oder? Lass mal sehen. Kann ich irgendwie auf seinen Kopf? Manchmal springt er nämlich nicht. Ja? Ah, das war schon mal nicht schlecht. Aber wie sonst soll hier bitte so ein Geheimschatz versteckt sein, wenn nicht auf seinem Kopf? Ich habe auch nochmal nachgeschaut, überall. Ich bin in jedem Zentimeter gesprungen. Das, ich bin mir sicher, also, dass man mit ihm das machen muss. Das ist echt schwierig. Komm, wir gehen mal... nee. Könnte das sein? Boah, ich war gerade in ihm. Warum können die sich, die Geister, überhaupt in so ein Fake-Mario verwandeln? Aber irgendwie ist das auch ein cooler Schockmoment. Das ist echt ätzend. Das ist so schwer. Ich weiß noch nicht mal, wo der Block überhaupt ist. Vielleicht mache ich es auch falsch. Oh, was? Wow. Wow. Da kommt man ja richtig weit nach oben mit. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Das kann doch was werden. Versuchen wir es mal an der Wand hier. Vielleicht haben wir hier an der Wand mehr Glück. Komm, bitte. Kann ich, bitte? Ja. Ich frage mich halt wirklich, wo der Block sein könnte. Mann! Bitte! Spring auf ihn drauf! Das ist halt echt schwierig mit der Steuerung, also wirklich schwierig. Und da ist hier noch nicht mal was. Und er springt dann noch... Oh. Aber... Hä? Aber hier war ich doch die ganze Zeit. Da habe ich doch die ganze Zeit gesprungen. Oder nicht? Mario, kannst du mich bitte auf Mario drauf lassen? Mario? Mario, Mario? Jetzt ist es wirklich der Mario-Mario-Moment. Wie habe ich das denn vorhin gemacht, dass ich so oft gesprungen bin? Oh, jetzt. Sir Sumpf-Smoothie. Yay. Danke, Kumpel. Danke. Ich weiß nicht, ob es 100% braucht, aber ich sammle trotzdem mal alles so. Okay, erstmal den Furchteinflößer. Hoffentlich klappt das bei diesen Gegnern. Bei 3 von 4. Okay, das ist schon mal ganz gut.
Die anderen kriegen einfach den Feuerball ab. Passt schon. Bam. Der erste ist weg. Du heilst dich mal am besten. Yes. Ja, du wirst schon direkt wieder angegriffen. Aua. Och man. Ich kann erstmal nicht mehr heilen. Aber beim dritten Kristall. Ding, ding, ding. Genau. Bam. Bam. Auf zu leben oder nicht zu leben. Wie rum, auf jeden Fall auf zu existieren. Du auch. Oh nein. Hätte ich nicht tun sollen. Zumindest eine kleine Kombo schon mal aufgebaut. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Da hast du recht. Oh. Da hast du recht. Yes. Ah, aber nur ein Damage, immerhin. Komm, Mario. Wir kriegen das hin. Bam, bam, weg. Fake Mario besiegt. Und wir kicken ein Level plus jetzt endlich auch für Peach. Ja, damals, wie das ein Toadstool noch hieß. Schlafenszeit erlernt. Also, Pummeluff, bringe ein oder mehrere Gegner zum Schnarchen. Okay. Okay. Schlafenszeit. Für wen denn? Ja doch, passt eigentlich. Muss nur hier aufpassen. Aber ich will ja nicht... Ich will an die Schätze rankommen. Ich will an die Schätze ran. Ich will an die Schätze ran. Mann. Springen ist echt schwierig in dem Spiel. Du musst halt schon vorher abrücken. Aber dann schaffst du diesen weiten Jump nicht. Das ist das Problem. Und dann musst du immer wieder hin und zurück. Und dann musst du erstmal alles laden und... Und dann springt er halt meiste Zeit auch gar nicht, weil, wie gesagt, an der Ecke kannst du nicht wirklich gut springen. Du musst schon ein bisschen weiter. Ich glaube, ich muss mich in der Luft noch ein bisschen nach unten rechts bewegen, damit das besser klappt. Ja, aber da ist eine unsichtbare Wand, weil die Map so aufgebaut ist. Boah, ach komm schon, Spiel. Na, und dann. Ich hab's geschafft! Und meine Belohnung ist Geld und noch mehr Geld. Ich meine, habe ich nötig, deshalb sage ich da nichts gegen. Oh, wir haben schon 800 Münzen, der vermeint, ich bin reich! Bonzen Mario, kaufst du jetzt eine Villa wie Luigi? Let's go! Hi, was geht ab? Hi? Nee, muss ich reden. Da ist doch irgendwas, da ist was faul. Da ist sowas von was faul. Nicht nur, dass ich diesen Kampf jetzt leider kurz aushalten muss, sondern hier hinter ist was faul. Erstmal muss der hier besiegt werden. Also den Kampf muss ich wohl machen, oder? Ah, wohl? Muss ich eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee. Ich spring einfach schnell drüber. Hier ist nichts. Oh, da ist wohl nichts. Okay. Hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass da so eine Blume versteckt wäre oder so. Scheinbar nicht. Okay. Speichern dürfen wir nochmal. Ja, ist aber sehr nett. So, aber jetzt mal ehrlich. War das noch nicht der Boss vorhin? Also. By the way, kam man an dem Boss einfach vorbei. Also, nachdem man ihn besiegt hat. Da gibt es dann so eine kleine Katze, wie Mario dann vorbeigeht. Und wieder in die Höhle springt. Oh. Lufttruhe. Du blöffst doch. Na, warten, Saf. Bring. Sprung. Bin ganz schön stark, was? Willst sicher dringend türmen, oder? Du, oder? Türmen? Was faselst du da? Ah! Da ist eine Piranha-Pflanze drin. Mello, wie wär's, wenn du mal deine... Oh. Mini-Gumbas. Was wollen die denn hier? Zack. Ah. Was waren diese Mini-Gumbas hier? Müsst ihr mal analysieren. Hey! Wo ist denn eure Mama? Kleine Schrittchen, großer Wumpf. What? Willst du sagen, die machen mehr Damage als normale Gumbas? Irgendwie schon. Wie auch immer das funktioniert. Hey! Halt alle Freunde. Ja, noch nicht. Ich glaube, jetzt brauchen wir es noch nicht. Ich denke, noch ist es okay. Ich versuche mal den Feuerball.
Oh. Das war unnötig. Machen wir mal die Schlafenszeit für ihn. Im Kreis bewegen, um alle Gegner zu treffen. So eine Ziege. So eine, oh, wie süß. Von wo hat Peach die ganzen Ziegen? Ich meine, hey, die Gummer schlafen. So, setz Donnerschock ein. Oh, oh, oh. Flammenstein. Okay, entspann dich mal. Was zur Hölle? Bam! Deine Gumbas sind weg, Freundchen. Und du gleich auch. Ach, stimmt, Merdo kann ja gar nicht. Der macht ja kaum Angriff. Hab ich schon wieder vergessen, ey. Ach, komm schon. Ernsthaft? Ist das wirklich dein Ernst, Mann? Oh. Nein, von... Tauschen. Ja, so viel zum Tauschen, ne? So, damit die Gummer schon mal down gehen. Oder auch nicht. Oh nein. Oh nein. Flammstein. Ah. Jetzt würde halt das Trio helfen. Aber Peach ist down. Das ist ein Kampf, den können wir den gewinnen? Wie viele Leben hat denn die Blufftruhe noch? Wir haben noch ein paar Muntermacher. Ich setz mal einen ein. Zack. Dankeschön. Wir machen das Trio. Damit wir uns voll heilen. Oh, die Katzen sehen so schön aus, ne? Holen wir jetzt mal Ende. Yay! Vor allem Mallow, wie der so den Mund aufreißt. Okay, und Mallow? Mach's nochmal ein Blitzgewitter, damit die Gumbas sterben. Gut. Bro! Also, come on! Langsam ist es lächerlich. Junge. Ich bitte dich, Spiel. Es reicht. Schade. Schade. Bam. Bam. Ah, Mist. Bam. Und bam. Good job. Und jetzt eine Fahr. Dreschen. Oh, PJ. PG, 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 Baby. Was machst du da nur mit dir selbst? Lass dich nicht down gehen, Girl. Wir wechseln mal zu Bowser. Wir brauchen ein bisschen Damage jetzt. Mit Mario! Oh Gott. Oh Gott. Stimmt, vielleicht einfach den einen Gumba am Leben lassen, dann spawnt er vielleicht keine neuen mehr. Maybe. Vielleicht spawnt er nur neue, wenn alle weg sind. Oh, pff, 100! What? Ah, zweiter Muntermacher. Einen habe ich nur noch. Wir haben, wenn ich Pech habe, kommt gleich noch ein Boss. Also muss ich vor allem da jetzt gleich aufpassen. Bam. Bam. Der lebt immer noch. Das ist unfassbar. Der lebt immer noch. Was zur Hölle? Nein, der falsche Gegner. Ach komm, lass es. Komm. Das war der falsche. Es tut mir leid. Das war aus Versehen. Heilung? Eigentlich besser als ein Item einzusetzen, wenn ich ehrlich bin. Ach, stimmt. Mist. 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 Er lebt immer noch. Der kann gefühlt gar nicht down gehen. Weil ich's falsch mache, ich Idiot. Oh, ich check's. Ja, ich glaube, ich check's jetzt. So, Moment. Good job. Erstmal ausweichen. Dann kann ich euch zeigen, was ich meine. Oh nein. Wechseln auf Mallow. Mallow macht Gedankenleser. Und ich achte jetzt mal drauf, was die Schwäche ist. Und zwar ist die Schwäche Sprung. Nur, ja, ich hätte ich den Sprung jetzt richtig eingeht auf den richtigen Gegner. So, jetzt aber. So. Jetzt hast du's mit einem schlechten Abriss zu tun, scheinbar.
Oh Mann. Oh Mann. Versuchen wir es erneut. Es ist nämlich jetzt endlich fast tot. Eine Güte. Warum benutze ich nicht Mellow öfter und achte drauf, was da steht? Ach, passiert nur, wenn ich irgendwann lerne, klug zu sein. Irgendwann lerne. Level Plus. Gino hat gar nicht mitgekämpft. Er ist der Einzige, der sich dieses Level verdient hat. Gino-Diskurs erlernt. Angriff auf einen Gegner. Drücke kurz vor Kontakt A für kritischen Treffer. Also ein besserer Gino-Strahl? Aber der Gino-Strahl ist selber schon krass. Schutzbutton halt. Okay, immerhin hat sich der Kampf gelohnt. Wo ist der? Hier. Schützt vor Stille, Verwandlungen, Pilz, Vogelscheuche, Furcht, Schlaf und Gift. Okay. Mal sehen, ob das irgendwelchen anderen... Was hast du denn gerade? Anti-Wandel. Ja, der Schutzbutton wäre halt schon nice für dich, ne? Ah, für Gino auch. Alarmring, ja. Schützt vor Stille, Verwandlungen. Ich gebe das mal Mellow. Zack. Ja. Machen wir so. Okay. Puh. Was ein Kampf. Und der Kampf, der richtige Kampf kommt vielleicht noch erst, wenn ich Pech habe. Oh, war das schlecht hier zu schwimmen? Das Schiff ist riesig. Ich war wirklich sehr enttäuscht, dass diese Sternenländer so kurz waren. Aber das ist jetzt wieder mal lange. Immerhin etwas. So, runter da. Hallo. Nein, nix. Da geht's jetzt wieder zurück, oder? Warte mal, vielleicht ist da... Was? Hä? Oder wie das hier aussieht? Grüne Cheep Cheeps. Was wollen die von einem? Küssen. Cheepster. Haben wir schon mal gegen die gekämpft? Ich kann mich nicht erinnern. Sag mal. Haben wir schon mal gegen euch gekämpft? Feuer. Flapplop, geh niemanden ins Netz. Oder geh niemals ins Netz. Ja, das ist eine gute Idee, als Fisch niemals ins Netz zu gehen. Aber ihr nervt. Wir hauen ab. Ja, ich wollte mal kurz nachschauen, ob ich hier alles habe unter Wasser. Nee, das sind Groschen. Danke, danke. Oh, Hilfe. Ah. Fische sind mir hinterher. Komm mir hinterher. Ich will nicht kämpfen. Lasst mich in Ruhe. Wee. Ich kann hier nach oben springen, wenn ich das wollen würde, aber... Bleiben erstmal unter Wasser. Ja, das tun wir. Denn hier geht's weiter. Oh, W-Sterne. Ah, ne, das sind die anderen. W-Sterne waren die anderen, glaube ich. Oh. Boah. Knifflige Situation hier. Aber das ist wirklich das erste RPG, wo ich wirklich versuche, jedem einzelnen Gegner auszuweichen. Also wirklich jeden. Obwohl. Der Blooper ist mal was Neues. Teilweise zumindest. Okay. Aber das ist noch was, warte mal. Warte. Oh. Warte, 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 warte. Ah, Mist. Dann nehme ich mit. Dann tauche ich nochmal ganz kurz runter. Weil. Hier ist ein Geheimgang, oder? Oder kommen wir da so nicht hin? Nee, vielleicht geht das so noch nicht. Okay. Blooper, willst du die Folge beenden, Kumpel? Wow. Ey, das tut weh. Aua. Oh Mann. Gar kein Timing für diese Dinger. Aber wirklich gar kein Timing gerade gehabt. Oh. Da hauen sie schon ab. Tschüss. So, der letzte. Sag uns doch was. Like da lassen? Ja, das ist mir. Ich muss ganz dringend weg. Der Abwasch, genau. Oh, aber erstmal Mario umbringen. Hihihi. Oh Mann. Okay, Leute. Ihr habt's gehört. Der Abwasch muss gemacht werden. Ich bin kurz. What? What? Brashizang? Weg hier! Was zum Teufel? Von so einem kleinen Baby-Blooper?